Also, die große Preisfrage lautet: Ist Shana ein Vogel oder ein mystisches Schlangenwesen? Problem, ich kenne die Antwort. Die Frage ist, erfährt man das auch irgendwie in-game? Ob Opa das einem sagen könnte, was Shana für ein Wesen ist? Das weiß ich gerade nicht. Da muss man das wirklich bei Try and Error. Muss man doch eigentlich irgendwie rausfinden. Naja, ich sag einfach mal. Kein Schimmer, auch wenn ich's weiß. Weil ich es ja schon kenne. Trotz, dass es jetzt 5 Jahre her ist. Aber eigentlich muss man doch in-game irgendwelche Tipps dazu bekommen. Dann ist es bewiesen. Du, ich wusste es. Ich hab's schnell geklickt. Egal. Soll ich euch mal woanders hintragen? Untersteh dich! Wir lassen uns nicht herumschubsen! Von niemandem! Also ich hätte nichts dagegen, ein wenig gedreht zu werden. Ich gucke die ganze Zeit auf diesen Felsen dort drüben. Hast du überhaupt keine Würde? Wir sind Steine! Wir brauchen keine Hilfe! Aber Ralf, der Felsen sieht aus wie das Hinterteil einer Kuh. Außerdem liege ich schon seit Jahren auf einem Spitzenstock. Ich mag aus Stein sein, aber ich habe trotzdem Gefühle. Wir lassen uns nicht rumtragen und dabei bleibt es. Ein Stein mit Gefühlen. Wisst ihr, wo ich Shana finde? Shana? Die wohnt in dieser Hütte da hinten. Du Ralf? Mann, wird die sich freuen. Du Ralf? Ich glaube... Sie hatte schon seit Jahren keinen Besuch mehr. Stopp mal, welche Hütte denn? Da steht nur eine Tür. Was? So ein Unsinn. Nein, Ralf. Er hat recht. Shanas Hütte ist eine Ruine. Schon seit langem. Aber wie konnte das passieren? Erinnerst du dich an diesen schweren Sturm vor 8 Jahren? 3 Monaten und 25 Tagen. Du hast ernsthaft mitgezählt? Ich bin ein Stein. Ich vergesse nie etwas. Tja, dann erinnerst du dich sicher auch noch an das Erdbeben am nächsten Tag. Und ob? Das war der Tag, an dem meine Termitenfarm kaputt gegangen ist. Verfluchte Erosion. Dann ist das Haus also einem Erdbeben zum Opfer gefallen? Nein, den Termiten. War klar. Wieso hat ein Stein überhaupt eine Termitenfarm? Heißt das, Shana wohnt hier nicht mehr? Nein, nein. Sie wohnt noch hier. Tut sie das? Ja. In der Hütte? Ja. Von der nur noch die Tür steht. Jetzt hast du's. Oh Mann, ich bekomme schon wieder diese Kopfschmerzen. Zurück zu eurem Plan. Du hast doch niemandem davon erzählt, oder? Ich habe geschwiegen wie ein Stein. Ich warne dich, Grünschnabel. Mach dich nicht über uns lustig, oder du wirst unseren Zorn zu spüren bekommen. Was wollt ihr machen? Mich zu Tode rollen? Lasst uns nicht streiten. Wir müssen uns auf den Plan konzentrieren. Ja, da würde mir nun wieder diese Fragen stellen. Ich könnte die eigentlich ja beantworten. Genug von euren Spinnereien. Spinnereien? Das müssen wir uns nicht bieten lassen. Schon gar nicht von so einem Grünschnabel. Bis später. Du weißt ja, wo du uns findest. Wir sind Steine. Wir laufen schon nicht weg. Ja, warum sollte ich auch weglaufen? Vielleicht kann Spot hier die antworten. Opa, du willst mir nicht zufällig sagen, ob Shana ein Vogel oder eine Schlange ist. Wie soll man das auch sonst rausfinden? Wahrscheinlich durch Try and Error nur. Opa, darf ich in deinen Wohnwagen? Aber sind wir mein Magen vielleicht? Du sollst nicht in den Wohnwagen! Du sollst mit Opa reden! Und ihn fragen, ob Shana ein Vogel oder eine Schlange ist. Hallo, Opa. Ach, hallo, Ben. Drückt dir der Hut immer noch? Sag mal. Ha, frag mich, so viel. Nee. Ich höre, aber Mann. Bis später. Kopf hoch. Ben weiß bestimmt überhaupt nichts über Shana, ne? Richtig. Worum geht's denn diesmal?
Nichts Angst tun. Bis später. Auch nicht. Bis bald. Und denk dran, immer auch nicht. Ein bisschen... Ja, immer ein bisschen klauen. Dann beantworten wir einfach die Fragen. Wobei ich mir bei einer Frage nicht mehr so ganz sicher bin. Aber hey, wird schon schief gehen. Hallo, ihr zwei. Ingo, sieh nur, der Clown ist wieder da. Du kannst mir ja viel erzählen. Zurück zur... Es war ein... Er will doch nur helfen. Unmöglich. Ja, ich bin kein Grünschnabel. Information. Ich bin kein Grünschnabel. Wir werden sehen. Und ob wir das werden. Ha. Bestimmt denkt er sogar, dass Shana ein mystisches Schlangenwesen ist. Aber Ralf, Shana ist doch ein mystisches Schlangenwesen. Unsinn. Shana ist natürlich ein Vogel. Du irrst dich. Möglich. Mich würde aber interessieren, was unser Grünschnabel denkt. Also, wer ist Shana? Ein mystisches Schlangenwesen. Shana ist ein mystisches Schlangenwesen. Denkst du das also? Interessant. Stell ihm die zweite Frage. Ja, da bin ich jetzt auch sehr gespannt. Wie viele Augen haben mehr Augen? Das ist leicht. Es sind natürlich 9. Du bist ein Trottel, Ingo. Mehr Augen haben natürlich nicht 9, sondern 11 Augen. Die hatten wir vorhin nicht sowas mit 11 Augen? Ich bleibe dabei. Nein, es sind 11. Unser grünschnabeliger Freund wird das auch gleich bestätigen. Also, wie viele Augen hat ein Meerauge? 11. Das ist deine Antwort? Du hast ihn doch gehört. Stell ihm die dritte Frage. Schon gut, drängel nicht so. Die Frage lautet... Wo wohnt Kalida? Ich weiß es. Sie wohnt in der Mitte des Sees. Quatsch! Kalida wohnt in einer Höhle. Meinst du? Was ich meine, ist irrelevant. Der Clown soll die Frage beantworten. Also, wo wohnt Kalida? Am See. In der Mitte des Sees. Potsdonner, du bist ja doch kein Grünschnabel. Ich habe immer an dich geglaubt. Habe ich es nicht gesagt, Ralf? Ist ja schon gut. Hier, nimm das Steinpulver. Und vergrößere damit die Grenzen unseres Machtbereiches. Ja. Bis später. Du weißt ja, wo du uns findest. Wir sind Steine. Wir laufen schon nicht weg. Sagt der andere Bruder auch das Gleiche? Hallo, ihr zwei. Ingo, der Clown ist... Du kannst... Bis später. Du weißt... Wir... Steinpulver. So verzweifelt bin ich noch nicht, mit Betonung auf noch. Das heißt, du willst das Steinpulver dann auf dich benutzen? Wo haben die beiden das bloß herbekommen? Keine Ahnung. Da stand halt wie die Tür. Hey, was machst du denn da? Ich verwandle die ganze Welt zu Stein. Aber so doch nicht. Was hat er getan? Er benutzt das Pulver mit der Tür. Mit der was? Mit der Tür? Aber irgendwo muss ich doch anfangen. Hör mal, so unendlich viel Steinpulver ist es nun auch wieder nicht. Du musst das Ziel für diesen Anschlag mit Bedacht auswählen. Und was ist ein geeignetes Ziel? Ein politischer Führer. Die Trinkwasserversorgung. Ein Herrschaftssymbol der Weichhäuter. Ein großer Hut. Ein Hut? Ein Hut? Hast du sie noch alle? Aber ein Hut ist ein Herrschaftssymbol. Habt ihr es bald? Na gut. Dann meinetwegen auch einen Hut. Aber es muss ein großer Hut sein. Was auch immer. Naja, ich habe einen Hut in meinem Inventar. Früher war die Mütze viel spitzer. Vielleicht ist das Steinpulver ja ein guter Ersatz für die verschüttete Stärke. Oh oh, das hat für meinen Geschmack etwas zu gut geklappt. Das wird mir ganz und gar nicht gefallen. Was denn? Steinmütze, du hast den Hut versteinert! Cedric! Ich meine, wenn das Ding schon Steinpulver heißt! Also, wie soll ich auf die Idee kommen, dass es versteinert wird, oder wie? Ich hätte nicht gedacht, dass das funktioniert. Nein, danke. Es reicht schon, dass ich... Ich hab euren großen Hut! Was? Hast du dafür etwa unser Steinpulver verschwendet? Wofür? Wofür denn bloß? Für eine Clownsmütze. Eine ordinäre, alberne Clownsmütze. Oh, ist es so eine mit Bommeln obendran? Ja. Das tut doch jetzt nicht zur Sache. Er hat unseren Plan zunichte gemacht. Jetzt müssen wir noch einmal ganz von vorne beginnen. Oh je.
Es hat mich allein 15 Jahre gekostet, das Fläschchen zu verkorken. Wie haben die Steine das überhaupt geschafft? Naja. Ach, ich drücke immer die falschen Tasten. Hallo? Jemand zu Hause? Nichts, natürlich nicht. Was habe ich auch erwartet. Und hier soll Shana wohnen? Wie soll denn das möglich sein? Hallo Shana, jemand zu Hause? Na, so wird das aber nichts. Was hat er gemacht? Er hat versucht, die Hütte auf dem normalen Weg zu betreten. So ein Grünschnabel. Mach's noch mal. Ach, herrje. Hat er es wieder auf dem normalen Weg versucht? Ja. So ein Grünschnabel. Alle guten Dinge sind drei. Gib's auf. So wird das nichts. Elender Grünschnabel. Ich geb nicht auf. Nicht so lange Dialoge bei euch beiden. Gib's auf. So wird das nichts. Elender Grünschnabel. Kann ich dir die... Bitte betreten. Auf nicht normalen Wegen. Hallo, ihr zwei. Ingo, sieh nur, der Clown ist wieder da. Du kannst mir ja viel erzählen. Ja, na gut, dann halt. Du weißt ja, wo du... Wir sind Steine. Ja, wir laufen nicht weg. Dann machen wir es eben andersrum. Plötzlich. Huch. Sind wir in der Hütte? Jetzt gelandet. Wie ist das möglich? Shana? Schon strange, was passiert ist. Man muss rückwärts reingehen. Also andersherum. Ne? Wenn man rausgeht, nur rein. Was haben wir denn hier so? Ganz viele. Ach ja, die Uhr. Ach, I remember this. Das sind keine Kochrezepte. So viel kann ich erkennen. Was sind das bloß alles für Zettel? Hier aufzuräumen wäre eine Lebensaufgabe und ich habe schon eine. Das sind keine Kochrezepte, so viel kann ich erkennen. Es würde ewig dauern, bis ich sie alle gelesen habe. Hier aufzuräumen wäre und ich habe schon. Mhm. Sagst du allem das Gleiche? Es würde ewig. Das sind kein. Es würde ewig. Die Welt und ich haben ein Kommunikationsproblem. Sie hört mir nicht zu und ich verstehe sie einfach nicht. Oh. Der Herbstwald ist auf dem Globus nicht einmal eingezeichnet. Corona ist weit entfernt. Nein, danke. Es fühlt sich auch so schon an, als würde ich die ganze Last der Welt auf meinen Schultern tragen. Hm. Hast du nichts zu sagen? Minutenzeiger. Fehlt da nicht noch der Stundenzeiger? Ich kann wieder raus, ich kann mit dem mal interagieren. Grete! Gibt so bestimmt einen schicken Stundenzeiger ab. Fragst du, auf welche Uhrzeit muss ich das dann einstellen? Hab ich irgendwo einen Hinweis? Das sind keine Kochrezepte. Es würde ewig dauern, bis ich sie alle gelesen habe. Hier aufzuräumen wäre eine Lebensaufgabe. Und ich habe schon eine. Dann fangen wir mal die Steine. Mach die Tür auf. Steine! Helft mal! Hallo, ihr zwei. Ingo, sieh nur. Der Clown ist... Du kannst...
Ja, der Clown ist wieder da.